Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe den weiten Weg aus der Vorzeigedemokratie Österreich auf mich genommen, um ein paar Fakten dieser WM in Katar ans Licht zu bringen. Entgegen anderslautender hämischer Nachrichten hat Österreich nicht aus sportlichen Gründen auf eine Teilnahme verzichtet, sondern aus moralischen. Wir wollen mit diesen ethischen Drecksspielen nichts zu tun haben. Natürlich hatte Beckenbauer recht, dass er bei seinem Besuch in Katar keine Sklaven gesehen haben will. Das rührt vielleicht daher, dass Kaiser Franz meint, dass Sklaven noch immer so aussehen, wie er es gewohnt ist, wie in diesen alten Filmen Ben Hur oder Moses, mit dreckigen Toga und so. Ja, aber auch beim Sklaven-Outfit ist die Modewelt nicht stehen geblieben. Sklaven sind heute anders gekleidet und haben sogar Handys oder Reisepässe, die man ihnen natürlich wegnimmt, aber das ist eine andere Geschichte. FIFA-Präsident Infantino, ich dachte immer, das wäre ein Künstlername, so wie bei dem eher langsamen Stürmer Immobile. Also Infantino hat unlängst gemeint, bitte konzentrieren wir uns auf den Fußball und bitte lasst nicht zu, dass der Fußball in jeden politischen und ideologischen Kampf gezogen wird. Und das ist doch ziemlich Infantilo. Sogar Blatter, der Vorgänger von Infantino, beides übrigens Schweizer und daher traditionell mit sauberer Geldanlage vertraut, hat gemeint, Infantino verrate den Fußball mit seinen Nebengeschäften. Aber immerhin, das sind klare Worte, so wie Scholz. Jetzt werden einige sagen, wer ist das? Also Ihr Übergangskanzler, der hat ja ebenfalls klare Worte gefunden bei seinem Besuch in China. Er und der chinesische Diktator haben beide ganz hart formuliert in Richtung Russland, nämlich Atomwaffen sind nicht gut. Zurück zum Fußball. Wie gerne erinnern wir uns an den Tag, als damals die Weltmeisterschaften 18 und 22 auf einmal vergeben wurden, und zwar an Russland und Katar. Eine Chance der Öffnung für zwei Länder mit demokratiepolitischen Defiziten. Obwohl, Defizite, das klingt schon wieder so hart. Wie gefällt Ihnen demokratiepolitische Möglichkeiten? Also zwei Staaten, die sich durch diese Spiele wandeln werden, von böse zu gut. Und man hatte ja schon die Erfahrung mit der Ukraine 2012. Die sich nach dieser EM vollkommen vom Oligarchentum abgewandt hatte. Ganz wichtig, Fußballereignisse werden nicht gekauft. Auch nicht in Deutschland, 2006 war das so. Übrigens, auch für Deutschland war diese WM damals eine große Chance. Nicht demokratiepolitisch, da liegt ja hier nichts im Argen, sondern menschlich. So wie sich Katar jetzt komplett offen gibt, konnte sich Deutschland damals als ein lustiges, humorvolles, entspanntes Völkchen darstellen. Sie werden es nicht glauben, einige haben das sogar geglaubt, also zumindest die, die die Sprache nicht verstanden haben. Und jetzt werden vielleicht einige unverbesserliche Zyniker sagen, Ukraine, Russland, Katar. Was kommt als nächstes? Eine WM in Nordkorea? Warum nicht? Wenn der Diktator, der so klingt wie eine thailändische Suppe, nämlich Kim Jong-un, verspricht, dass sie nur mehr umweltschonende, also saubere Atomraketen herstellen, Bioraketen quasi, weil nachhaltig sind sie sowieso schon. Dankeschön.